Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu Diablo 4. Der PTR läuft immer noch und ist bald aber auch schon wieder vorbei. Und ich habe mir gedacht, heute gucken wir uns mal alle neuen Unique Items an, die es im Spiel gibt. Ich wünschte, ich hätte sie alle selber auch schon farmen können. Leider wisst ihr selber, wie die Höllenhorde das aktuell zulässt. Das heißt, ich müsste jedes einzelne Unique random finden mit jeder Klasse. Ich hoffe, ihr vergebt mir, dass wir das Ganze uns hier so anschauen. Ich werde euch den Link unten mit reinpacken, da könnt ihr alles nochmal selber euch anschauen. Auf WoW-Head, eine sehr coole Seite, die das zusammengestellt hat, wo ihr alle Stats sehen könnt und alle Aspekte. Und vor allen Dingen auf Deutsch, das interessiert ja viele Leute immer. Das macht es doch für mich einfacher, ich muss hier nichts on the fly übersetzen und dann können wir das Ganze hier einmal durchgehen. Wir fangen an mit den General Uniques. Da gibt es zwei, die mich sehr, sehr interessieren. Das einmal hier Krone von Lucion. Einmal sieht die richtig, richtig cool aus. Das heißt, wir haben auf jeden Fall ein neues Design. Für all die es vielleicht noch nicht wissen, wenn ihr die das erste Mal zerstört, da könnt ihr dieses Design als Transmog auf jedes andere Item draufpacken. Und ich finde das hier schon sehr, sehr cool, muss ich sagen. Und der Aspekt von dem Helm ist richtig, richtig krass, weil der euren Schaden richtig, richtig hoch machen kann. Immer wenn ihr eine Fertigkeit einsetzt, erhöht sich der Schaden um bis zu 25% und das Ganze ist fünfmal stapelbar. Auch die Kosten werden dafür natürlich auch extrem, extrem viel teurer, die Primärressourcen. Aber stellt euch ein Bild vor, gerade jetzt in Season 4 ist mir das viel aufgefallen. Man hatte nicht so doll Ressourcenprobleme und stellt euch das hier mal vor mit zum Beispiel Pulverisieren. Auf dem Druiden spiele ich ja ganz gerne. Hier nochmal Fertigkeiten des Typs Kern. Also Ränge des Typs Kern auf dem Helm und nochmal Schaden auf dem Helm. Glückstreffer, vielleicht auch was für einen Jäger. Auf jeden Fall eine sehr, 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 sehr cooler Helm. Freue ich mich extrem drauf. Und als nächstes haben wir hier ausdauernder Glaube. Und das ist eigentlich eine richtig coole Mischung aus Defensiv und Offensiv. Einerseits habt ihr hier die Fertigkeiten des Typs Kern drin. Das ist immer ganz cool, wenn man Ränge auf den Handschuhen hat für die Kernfertigkeiten. Aber dazu auch noch der Aspekt, der richtig, richtig gut ist, um wegzutanken. Das vielleicht in Verbindung mit dem geschmolzenen Herz von Selig. Aber gucken wir uns den Aspekt erstmal an. Wenn eine Attacke mehr als 40% eures maximalen Lebens abziehen würde, wird stattdessen der Schaden verteilt auf die nächsten 4 Sekunden und auch noch verringert. Das ist sehr cool für diese ganzen One-Hit-Mechanics und sowas. Gerade in der Grube kennt ihr das. Ganz hohe Gruben, ganz oft irgendeinen One-Hit oder so abbekommen. Mit den Handschuhen hier wird das dann verteilt über die nächsten Sekunden. Das hat anscheinend auch keine Abklingzeit. Zumindest steht da nichts von einer Abklingzeit. Und könnte richtig, richtig gut sein, um diese One-Hits zu vermeiden. Sehr, sehr coole Handschuhe, sollte man sich auf jeden Fall im Hinterkopf behalten. Dann habe ich hier Lokrans Talisman, den kriegt man nach der Quest von Season 5 automatisch. Und der erhöht die Crit-Chance um je ein verfügbare Primärressource. Und das ist ziemlich krass, weil das Amulett dafür sorgen könnte, dass man einfach unendlich Trefferchance hat, Crit-Chance hat und man sich darum dann gar nicht mehr kümmern muss. Also ein sehr cooler Talisman. Und auch die Unique-Schuhe, die reinkommen, finde ich sehr cool. Die macht nämlich, dass immer, wenn ihr eine Abklingzeit zündet, eine Explosion kommt, die richtig viel Schaden macht. Also hier steht zwar was von 150 bis 450, aber mit einem 925 Gegenstandsschuh habt ihr eigentlich so um die 10.000. Und ihr wisst, mit den Änderungen zu Season 4 kann man das auch noch buffen. Also sehr, sehr coole Schuhe. Vielleicht für so einen Landslide-Abklingzeiten-Build sehr, sehr krass oder für einen Magier, der die ganze Zeit die Schilde zündet und die ganze Zeit kommt diese Explosion. Stelle ich mir sehr, sehr cool vor. Und jetzt kommen wir zu dem Unique, was glaube ich mit das krasseste ist, was diese Season rauskommt, Season 5. Und das ist Splitter Veratils, das euren Basisschaden um bis zu 300% erhöht, dafür aber 25 Ressourcen kostet. Das heißt, man muss bei einem Angreifer wie zum Beispiel Herzsucher oder Heatbarb ein wenig auf die Ressourcenerzeugung gehen. Aber wenn ihr das habt, könnt ihr damit richtig, richtig, richtig viel mehr Damage machen. 300%, ich weiß nicht ganz genau, wo das berechnet wird, aber 300% beim Herzsucher, dreifacher Schaden. Oh mein Gott, das kann
richtig, richtig krass sein. Da kommen wir als nächstes zu den Barbaren-Unix. Da gibt es zwei. Einmal wieder ein Einhandschwert. Und dieses Einhandschwert macht, dass eure Waffenbeherrschungsfertigkeiten zu Kernfertigkeiten werden. Leider sind die Waffenbeherrschungsfertigkeiten nicht die geilsten. Habt ihr sowas wie Stahlgriff zum Beispiel? Und wollt ihr Stahlgriff immer und immer wieder zünden? Klar ist das eine ganz coole Mechanik, um die Leute ranzuziehen und verwundbar zu machen, aber damit wirklich Schaden austeilen tut man eigentlich nicht. Das Einzige, was ich mir da noch am ehesten vorstellen könnte, wäre sowas wie Todesstoß. Es gibt ja schon ein Todesstoßbild, den dann mit dem Schwert hier, und dann kann man Todesstoß immer und immer wieder zünden. Bislang war es ja immer so, dass man auf diese Abklingzeit und Abklingzeitreduzierung bzw. Aufhebung angewiesen war. Kann ich mir bei dem Schwert ganz cool vorstellen. Alles andere wird sich zeigen, sieht eher erstmal nicht so cool aus. Und dann haben wir hier ein Amulett, und Leute, das Amulett ist krass. Erstmal habt ihr hier Grubenkämpfer, 3 Level, was richtig, richtig cool ist. Gibt euch nämlich direkt mal mehr Schaden. Abklingzeit Stahlgriff, und Stahlgriff verringert die Abklingzeit von Eiserner Maelstrom. Ich habe in Season 2, glaube ich mal, Eiserner Maelstrom gespielt, und ich bin eigentlich ein übelster Fan von der Ult, weil die unfassbar viel Schaden macht und sehr, sehr cool aussieht. Das in Verbindung mit Stahlgriff könnte ich mir sehr cool vorstellen, dass nächste Season vielleicht was mit Eiserner Maelstrom kommt. Kommt dann ein bisschen drauf an, wie viel Schaden dabei rumkommt und ob es wirklich WW-Barb und Heat-Barb und Dorn-Barb ablösen kann. Beim Druiden kriegen wir auch 2 neue Unix. Einmal Björn Fangsauer, und da muss ich sagen, das Design gefällt mir schon mal richtig cool und auch der Name ist richtig cool. Leider sehe ich hier nichts zu einem Aspekt. Ich bin mal kurz rübergegangen zu D4 Builds, weil da ist der Unique Aspekt schon mit drin von Björnfangs Handschuhen. Und ich muss sagen, der Aspekt ist richtig cool. Cataclysm ist, meine ich, die Ult, die Blitzschläge auf die Gegner macht. Und das ist jetzt garantiert, dass jeder Gegner in der Range getroffen wird mit bis zu 80% erhöhtem Schaden. Und währenddessen korbt ihr unendlich viel Geisteskraft. Also könnten sehr, sehr coole Handschuhe sein für einen Sturmbild. Sehr, sehr cool. Dann gibt es auch noch einen neuen Unique-Stab für den Druiden, der Basilisk. Und ich hatte erst gedacht, ey, vielleicht wäre das richtig, richtig cool fürs Pulverisieren, weil der Attack-Speed gibt für die Attack-Speed gibt für Erdefertigkeiten. Und wenn ihr eine Erdefertigkeit auf den Gegner macht, wird der Gegner 3 Sekunden lang versteinert. Das gleiche geht auch bei Bossen, wenn die mehr als 95% Leben haben, also wirklich nur am Anfang. Und da hatte ich erst gedacht, okay, vielleicht ist das richtig, richtig cool für Pulverisieren. Leider fehlt dann natürlich der komplette Shockwave-Aspekt, also der Pulverisieren-Aspekt, dass der Pulverisieren die Fähigkeit erstmal 200% mehr Schaden macht und dass die auch noch nach vorne wegstrahlt. Wird sich zeigen, ob man das dann vielleicht auf Handschuhen spielen kann oder auf einem Ring oder sowas. Aber eigentlich spielt man das immer auf dem Stab, damit man diesen doppelten Effekt hat, vielleicht auf einem Amulett. Müsste man sich anschauen, ob das dann mehr Schaden macht. Den Stab finde ich aber auf jeden Fall mal sehr, sehr interessant für den Druiden und kann ich mir sehr cool vorstellen. Beim Necro gibt es auch 2 neue Unix. Einmal Pfad von Tragul. Und hier lese ich einmal vor, weil ihr wisst, Necro bin ich immer nicht so ganz drin. Da kennt ihr euch immer ein bisschen mehr aus als ich. Knochengefängnis belegt ein größeres Gebiet mit Fallen und feuert Knochensplitter auf darin gefangene Gegner ab. Klingt auf jeden Fall erstmal sehr cool. Erhöht eure maximale Essenz für jeden Treffer, den diese Knochensplitter bei Gegnern zielen, für 10 Sekunden um 2. Und ich meine mich zu erinnern, berichtigt mich wieder in den Kommentaren, wenn das nicht stimmt, dass es verschiedene Synergien gab zwischen maximale Essenz und Crit-Schaden oder Crit-Chance oder so ähnlich, oder verwundbar. Einer dieser Affixe wird erhöht, je nachdem wie viel man an Ressourcen hat. Kann ich mir also sehr gut vorstellen, dass die Schuhe auf dem Necro sehr gut funktionieren. Und dann gibt es noch den Mortar-Krux. Beim Verzehren einer Leiche besteht eine Chance, außerdem ein Skelett-Simulacrum zu erzeugen, das sich auf Gegner zubewegt und Leben verliert. Werden Skelett-Simulacren getötet, so explodieren sie und fügen allen Gegnern in der Nähe Schatten schon. So, dieser Effekt funktioniert als makabere Fertigkeit. Klingt sehr spannend auf jeden Fall, dass da ein komplett neues Gebilde entsteht, was man so nicht kennt. Zählt als makabere Fertigkeit, kann man also auf jeden Fall auch nochmal hoch machen, gibt Schattenschaden. Das Ganze vielleicht zusammen mit Dumi, doppelt Schattenschaden. Klingt erstmal ganz cool. Schreibt gerne in die Kommentare, was ihr dazu sagt. Und dann gibt es noch 2 neue für den Rogue. Und hier gibt es die Umba Krux,
und die macht ein Schattentotem. Und da habe ich schon einiges zu gesehen, weil diese Schattentotem, alles, was ihr auf der, also im Prinzip, stellt euch vor, ihr greift mit einer Täuschungsfertigkeit an und dann kommt so ein Totem auf den Boden. Und wenn ihr dann das Totem angreift, dann strahlt dieses Totem diesen Schaden nach außen ab und es explodiert. Und das Ganze zusammen mit Herzsucher ist so extrem krass, dass da Millionen und Milliarden Schaden schon mit erzielt wurden. Also den hier, den Dolch, den solltet ihr auf jeden Fall im Hinterkopf behalten für Season 5, wenn ihr vorhabt, einen Jäger zu spielen. Und dann noch einen neuen Brustschutz. Wirkt der dunklen Schleier, werdet ihr 3 Sekunden lang immun, aber die Abklingzeit für Entrinnt wird um 9 bis 3 Sekunden erhöht. Entrinnt ihr, während dunkler Schleier aktiv ist, hinterlasst ihr eine Explosion, die Schattenschaden verursacht und Gegner heranzieht. Schattenschaden wieder vielleicht cool mit dem Dumi. Allgemein gibt es auch noch Änderungen im PTR bzw. für Season 5 mit dem dunklen Schleier. Dass der dunkle Schleier euch jetzt nicht nur Crit-Chance gibt, sondern auch Stärke. Also dunkle Schleier mit dem Brustschutz hier kann sehr, sehr cool werden. Das Ganze auch noch mit Level auch dunkler Schleier. Also merkt euch auch diese Brust. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass nächste Season so gut wie jeder Bild vom Rogue, was ja sowieso schon fast so ist, mit dem dunklen Schleier gespielt wird. Stelle ich mir sehr, sehr gut vor. Und dann noch als letztes 2 Uniques für den Magier. Und dann haben wir einmal einen neuen Beinschutz. Den hat man schon mal im Campfire-Chat gesehen. Der ist sehr, sehr cool, weil der die Synergie mit dem Kettenblitz aufnimmt und die komplett abändert. Erinnert euch zum Beispiel an Kugelblitz umkreist euch, als das neu reinkam. So ähnlich ist das hier auch. Ihr werft einen Kettenblitz, der bounce zwischen den Gegnern hin und her, kommt zu euch zurück und umkreist euch. Und das Coole ist, da könnt ihr mehrere hintereinander abfeuern und dann umkreisen euch ganz viele Kettenblitze, wie ähnlich eben der Kugelblitz-Magier. Und das kann richtig, richtig reinböllern. Und ich glaube, das wird ein Bild sein, den ich mir in Season 5 auf jeden Fall mal anschauen möchte. Und dann haben wir als letztes nochmal einen Zweihandstab für den Magier, und der feuert immer eine Basisfertigkeit ab, beziehungsweise 2 Basisfertigkeiten, wenn ihr eine Kernfertigkeit zündet. Bedeutet, wenn ihr jetzt zum Beispiel den Kugelblitz zündet und ihr habt die Basisfertigkeit für den Feuerpfeil, dann werden zusätzlich auch noch 2 Feuerpfeile geschossen. Und das Coole ist eigentlich die Synergie mit Tal Rasha, weil Tal Rasha kann ja bis zu 60% mehr Schaden machen, wenn ihr 4 verschiedene Typen an Schaden auf dem Gegner habt. Und alleine mit dem Stab habt ihr sofort 2 unterschiedliche Typen. Also auf jeden Fall ein sehr, sehr cooler Stab. Und das sind alle Uniques, die reinkommen. Leider kein neues Uber-Unique, aber ich gehe sehr stark davon aus, dass wir ein neues Uber-Unique sehen zu Season 6. Für alle, die es vielleicht nicht wissen, Season 5 geht ja nur 2 Monate. Bedeutet, Season 6 kommt schon im Oktober dann. Und dort wird es dann auch ein neues Uber-Unique geben mit der neuen Klasse. Bin ich sehr von überzeugt. Wenn ihr mich fragt, ey Lou, was findest du, ist so das Coolste hier an Items, die reingekommen sind, muss ich ganz klar natürlich sagen, das Schwert für die Basisfertigkeiten. Nicht nur für den Barbaren mit dem Hieb, sondern auch für alle anderen Builds. Ich kann mir da sehr gut vorstellen, dass vielleicht auch andere Klassen mit der Waffe hier richtig gut reinrasieren werden. Man muss auch überlegen, dass ja jetzt auch der Magier und der Druide Einhandschwerter tragen können. Wer weiß, was da kommt mit Basisfertigkeiten. Stelle ich mir auf jeden Fall sehr cool vor. Ist so ein bisschen mein Highlight vom den neuen Uniques, die reinkommen in Season 5. Schreibt mir gerne eure Meinung unter die Kommentare. Würde mich sehr interessieren, welches Unique ihr da so favorisiert. Kommt wahrscheinlich auch so ein bisschen drauf an, welche Klasse ihr am coolsten findet. Und ich muss sagen, jede Klasse kriegt hier echt was Cooles. Sowohl hier beim beim Druiden mit dem Versteinern könnte ich mir sehr cool vorstellen. Bei dem Necro kann ich mir sehr gut vorstellen. Sehr, sehr coole Sachen dabei. Und ja, interessiert mich sehr, was ihr da sagt. Wenn ihr nichts zu Season 5, zum PTA und allgemein zu Diablo 4 verpassen wollt, würde mich natürlich sehr über ein Follow freuen, sehr über ein Like auf dem Video und sage bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein.